Hallo zusammen, hier ist wieder Hotela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, welches wir uns in Maldraxxus erspielen können. Und zwar geht es um ein Mount, das wir uns aus einem Ei holen können. Dieses Ei schimpft sich seuchenberührtes Ei, beziehungsweise wenn wir es ausgebrütet haben, dann heißt es gesprungenes seuchenberührtes Ei. Jetzt fragt ihr euch, ausgebrütet? Ja, ihr müsst dieses Ei euch einmal holen und dann müsst ihr 5 Tage warten, bis ihr das Ei öffnen könnt und da ist dann zu 100% das Mount drin. Wo bekommen wir jetzt dieses schicke Ei her? Dieses Ei können die ganzen Flatterflügel droppen und zwar jegliche Art von Flatterflügel in komplett Maldraxxus. Hier gibt es verschiedene Spots, wo man das Ganze farmen kann. Es gab einen sehr, sehr guten Spot, der hier unten war auf den Koordinaten 58, 70. Da gab es einen Dauerspawn. Da habe ich mir das auch geholt. Also da hat man den Mob umgehauen, der ist instant neu gespawnt. Dann ging das die ganze Zeit so weiter. Das Problem ist, Blizzard hat den ein paar Tage nachdem ich mir mein Ei gefarmt habe, genervt. Und jetzt habe ich mich mal ein bisschen umgeguckt, wo man auch noch einen guten Spot hat. Ein ganz vernünftiger Spot ist jetzt hier in diesem Großraum. Und dort sind relativ viele kleine Flatterflügel. Das sind hier solche zum Beispiel neugeborener Knochenzahn. Diese Mobs solltet ihr im Auge halten, also die so aussehen. Es gibt viele, die so ähnlich heißen. Ich kann euch da auch mal eine Liste raussuchen. Hier haben wir einmal auch, wir hätten eine Liste von den Mobs, die dementsprechend hier das Ei droppen. Da seht ihr auch, wie das Mount aussieht. Das sind die Flatterflügel an sich. Und diese ganzen Mobs hier können im Endeffekt das Ei droppen. Das sind alles diese Flatterflügel in dem Gebiet. Ihr seht, die Dropchancen sind sehr, sehr low. Von 0,15% bis 0,4% heißt, man kann da schon mal ein paar Stunden farmen, bis man das Glück hat und so ein Ei rauszieht. Sobald ihr das Ei habt, müsst ihr wie gesagt 5 Tage warten und nach 5 Tagen könnt ihr es dann aufmachen. Dann heißt es nämlich gesprungenes, seuchenberührtes Ei. Und wenn wir es dann anklicken, dann seht ihr, tada, es kommt ein schickes Mount raus. Und ja, ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt mal an. Durchgekaute Zügel des kahlen Flatterflügels. Und das müsste ja auch dann wieder so ein Mount sein. Jetzt schauen wir mal. Flatterflügel, genau, da haben wir es. Es gibt hier auch noch ein paar andere von den Modellen. Oh, jetzt habe ich hier einen Ra geaddet. Den wollen wir nicht adden. Der kann übrigens auch einen Mount droppen, aber das zu einer anderen Stelle. Übrigens hier. Für dieses Mount braucht ihr keinen bestimmten Pakt. Ich bin jetzt mit denen bei den Nightfee, mit dem Char hier dementsprechend kein bestimmter Pakt. Das könnt ihr mit jedem Char machen. Ihr könnt es auch schon im Low-Level einmal farmen, also mit Stufe 50 farmen. Ob ihr das dann lernen könnt, sei jetzt mal dahingestellt, aber farmen könnt ihr es und theoretisch dadurch auch ein bisschen leveln, weil ihr tötet ja Mobs. Genau, also hier haben wir den Flatterflügel. 2 Köpfe hat das Ganze. Geht so ein bisschen in die Rylak-Richtung, bloß halt im Untoten. Hier nochmal schickes Mount-Special. Sieht schon ganz cool aus und ja, wieder ein Mount mehr in meiner Liste. Gut, das war es jetzt soweit mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Solltet ihr noch Fragen haben, beziehungsweise solltet ihr vielleicht auch bessere Spots noch haben, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Den Spot hier habe ich jetzt gefunden, nachdem ich ein bisschen ja, nach Gruppen geschaut hatte. Der da unten ist leider gehotfixt. Ich habe es ausprobiert, die Mobs spawnen nicht mehr sekündlich nach, sondern es dauert 1, 2 Minuten, bis er nachspawnt. Ach so, eins kann ich euch noch zeigen. Wenn ihr das Ganze in der Gruppe farmen wollt, dann sucht einfach im Benutzer definiert nach Egg oder Blight Touched Egg. Könnt ihr suchen. Das ist der englische Name des Ganzen. Und da sind eigentlich meistens irgendwelche Gruppen drin, die das farmen. Ich bin jetzt auch gerade nochmal in eine reingejoint. Einfach um nochmal so ein bisschen Spots für euch rauszusuchen, weil wie gesagt, den guten Spot, wo ich es gefarmt habe, ich glaube, ich glaube, so eine knappe Stunde war ich da, den gibt es leider nicht mehr, der ist gehotfixt worden und jetzt müsst ihr halt dementsprechend hier mit dem Spot vorlieb nehmen oder ihr findet irgendwo noch einen anderen hier im Gebiet. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir es damit bewenden. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr schnell euer Ei bekommt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.